Na, was haben wir hier? Vorkriegsgeld, was ich immer noch sammel immer. Was haben wir hier? Jo, ist so ein bisschen doof, ne? Ist nur. Ja, wenn es leicht ist. Ja, okay. Ist wirklich leicht. So, was haben wir denn hier? Das brauche ich nicht. Haarklammern ist gut. Das ist auch gut. Ja, komm, gib mir mal einen Scotch. Ich glaube, ich trinke den auch gleich. Einfach nur, weil ich es brauche. Ich will aber jetzt gerade. Ich hatte heute ein bisschen heftig Fail, Entscheidung und Gegner, wo ich so ein bisschen jetzt. Also, keine Ahnung. Da war so eine, was wie eine Vault 106, wo man so ein bisschen was machen konnte. Ich bin jetzt wirklich nur im Überleben. Hab viele Stimpacks da verbraucht. Und suche mich dumm und dusselig. Ist der böse? Ja. Okay. Dann gucken wir mal. What the fuck? Ja, ich merke schon, dass die wieder irgendwie nicht getroffen wurden. Keine Ahnung. Nein. Ah, hier. Hallöchen. What the fuck? Yo. Da hatte ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf, hat man vielleicht gemerkt. So. Folge dem Zauberlicht. Jetzt gucken wir mal. Sturmgewehr. Ne. Oh, was ist hier denn? Ah, es war ich. Ich habe geblutet. Na, ja, das macht auch Sinn. Hä, wo ist sie? Ah, da. Ah, du bist eine Scheiße. Ich glaube, ich höre gleich mal auf. Einfach nur, weil ich zu pissig bin. Und nicht ganz genau weiß, wo ich jetzt hin muss. Und ich eigentlich nur zu den Kindern wollte. Und den Hallo sagen. Und endlich meine Extra benutzen kann. Dieses Kind im Herz, das bis jetzt noch nichts gebracht hat. So ein Scheiß. Ah. Muss ich da hin? Tabernakelkapelle? Was ist neu? Was ist. Perfektion. Da, warte mal. Little Lamplight. Wieso lauft ihr denn nach oben? Wenn ihr da hin müsst. Habt ihr sie noch alle? Ah, die sind hier irgendwie hier runtergelaufen, hier rüber. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Das heißt, ich kann jetzt ganz schön zu Megaton, dann gehe ich zu Vault 6 und muss nur nach links rüber. Nur, nur. Oh, okay. Ich muss mich ein bisschen zurückhalten mit dem Sauersein. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder oder später oder weiß auch immer, vielleicht höre ich auch gleich mal auf. Beim nächsten Mal, wenn es dann heißt, hoffentlich weniger failen. Wir haben was geschafft, so ist das nicht, aber. Oh mein Gott, da kommt meine Stalkerin auf mich zu! Nein! Nein! Ich verstecke mich! Ich häng fest, ich häng fest! Ich höre so, wie sie kommt, ich höre, wie sie kommt, oh mein Gott! Ah, da kommt sie. Ah, sie will nur Tick-Tick spielen, aber ich habe Angst. Ich habe mit den Eltern von ihr gesprochen und gesagt, bitte lass mich in Ruhe, aber sie hören Hey, nicht. Glubschauge. Wieso kriege ich eigentlich keinen Typ?
Ah! Sie ist so schnell! Oh mein Gott, geh weg, geh weg! Ich gehe gleich auf die Toilette, ich gehe gleich auf die Toilette. Und dann kannst du mich mal. Nathan, geh weg! Oder hilf mir! Oh mein Gott, wie sie mich verfolgt. Wir danken Ihnen für alles, was Sie für uns und für das Ödland getan haben. Wir haben zusammengelegt, damit wir uns gebührend bei Ihnen Okay, bedanken können. zusammengelegt. Jeder hat dafür so viel abgegeben, wie er konnte. Bin ich gespannt. Bitte nehmen Sie es als Zeichen unserer Dankbarkeit an. Ihr habt zusammengelegt und eine Nuka-Cola gekauft. Natürlich, vielen Dank. Das ist doch das Mindeste, was ich im Gegenzug für Sie tun kann. Ja, kannst du jetzt bitte wieder gehen? Danke. Was eine Joggerin. Was eine Joggerin. Okay. Hey, dank Ihnen macht das Buch gute Fortschritte. Was? Ich kann es kaum erwarten zu erfahren. Okay, dann mache ich das jetzt. Was? Verkaufen und kaufen und so weiter. Und das nächste Mal gucken wir mal, ob wir Little Lamplight da oder auch immer gehen. Oder ich will diese beschissenen Leute umbringen und die Sklaven befreien. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Weil ich habe das Gefühl, die kommen alle raus, wenn ich sie dann befreie. Ich müsste also alle umbringen. Ach, ich weiß auch nicht. Mal schauen. Ich bin ein bisschen weg. Ich weiß nicht ganz genau, was ich machen soll. Okay, bis dann. Ciao. Tachchen. Guten Morgen. Was darf Genau. es denn sein? Guten Morgen am Nachmittag. Erzähl mir einen Witz. Sehr schön. Er sagt Guten Morgen für mich. Das passt perfekt. Und Das beste Verhütungsmittel für Senioren ist Nacktheit. du bist gemein. Falls Sie mehr wissen möchten, dürfen Sie gerne fragen. Ich bin auch irgendwann Senior und dann machst du mich fertig. Okay, ich habe weggetan, habe gemerkt, dass ich vergessen habe, mir die Wackelpudding zu holen. Aber jetzt haben wir gedacht, wir bringen einfach Altmetall mal. Wir haben nämlich hier Altmetall 28. Bringen wir einfach mal weg. Das gibt ja, glaube ich, nicht mehr Geld. Altmetall, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Walter gibt uns, glaube ich, für jedes gleich viel. Aber 28. Mal schauen, wie viel Erfahrung das gibt. Und danach gucken wir weiter. Ne, mit dem möchte ich nicht reden, geh weg. Geh weg. Weil. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich rede einfach mal nicht. Ich denke einfach darüber nach, was ich tue. Ich spiele einfach mal weiter und dann. Also die Wackelpudde hole ich mir vielleicht noch. Mal schauen. Ich sag's Ihnen. Wer Was denn? darf's denn sein? Also, hier, Altmetall. Na sicher will ich Teile kaufen. Was haben Sie denn für mich? 25 geben wir ihm jetzt mal. Die können wir immer gebrauchen. Supi. Aber 179 ist nicht schlecht. So, wieder an die Arbeit. Yay. Schön. Das war jetzt so, naja, mittel. Aber auch nicht schlecht. Und dann hätten wir natürlich noch, wir könnten noch die. Was wollte er denn nochmal? Was guckst du da? Hallo. Sind alle aus der Welt so nett? Ja, wir sind so perfekte Menschen. Wir bringen jetzt noch das andere weg. Zuckerbomben. Wie viel hatte ich denn davon nochmal? Hilfe. Zuckerbomben. Zuckerbomben 11. Das machen wir jetzt mal. Und das war, wenn ich mich alles täusche, da wo wir dachten, dass da irgendwas wäre. Nämlich. War das ja mit einem Schlupfwinkel? Ich glaube ja. Dann gehen wir mal zu Hamilton Schlupfwinkel. Ein Leuchten verwendet seine Schwierigkeiten zu verstrahlen. Daneben finde ich, würde gut zu heilen. Okay. Was war das? Ah, das war nicht das, was ich eigentlich wollte. Kann die Musik mal aufhören?
Hallo? Ich hab Angst. Och Manno, warum? Wie ich mein Gesicht vermisse. Ich glaube es nicht. Oh, wie eklig das aussieht. Ach, die laufen nach oben. Man sieht das so. Gehen so links, rechts, also so einmal so im Kreis. Im Bogen, im S, in Kurven. Nicht gerade. Halt. Na komm jetzt, ja. Yeah. Ich will ja eigentlich nichts tun. Okay, dann komme ich. Okay, wartet. Was machen wir jetzt? Und tschüss. Altmetall, Walter wird sich freuen, du blödes Hirn. Wo kommst du überhaupt her? So. Das war's. Wir speichern und können jetzt wieder weg. Wir wollten nämlich, also ich weiß, bei Arifu war das irgendwo. Dann war das hier, die Station. Ja, stimmt, das war ja auch da, wo man... Ja, ich weiß wieder. What the fuck? Schon wieder Talon? Oh nein. Kommen die rein? Also, was haben sie für mich? Was wolltest du, Murphy? Was ist mit Barrett los? Er ist mein Assistent und mein Vertreter, falls es mal Ärger gibt. An ihrer Stelle würde ich mich nicht mit ihm anlegen. Okay. Klar kenne ich die. Ich gehe ihnen aus dem Weg und sie lassen mich in Ruhe. Gut nachbarschaftliches Verhältnis. Sie leben irgendwo östlich von hier. Kann ich das vorher schon besprechen? Falls Sie mal lebensmüde sind. Ich glaube, es gibt einen unterirdischen Durchgang zu Ihnen tief unten in der örtlichen Metrostation. Ja, ich war da schon. Danke. Hier sind alle Zuckerbomben, die ich habe. Gut. Da draußen gibt es noch mehr. Also gehen Sie und suchen Sie danach. Hä? Hallo? Also, was haben Sie für mich? Ich guck mal runter auf dich, weil ich gerade extrem enttäuscht bin. Ja, sobald Sie mir noch ein paar Zuckerbomben gebracht haben. Was? Gute Arbeit. Mit Ultrajet geht es voran. Wie viel will er denn? Hätte es mir mal sagen sollen. Ah, da. Jetzt erst. Naja, okay. Wo ist denn dein Kumpel? Schlafen darf ich hier nicht. Dein Kumpel ist aber nicht da. Ah, doch, da. Hi. Ja. Wollen Sie sich ein Problem einhandeln? Nö, ich wollte nur mal Hallo sagen. Und hier waren... die Ratten, die ich umgebracht habe. Stimmt. Ach, ich will jetzt aber nicht raus zu den Taylor. Ach, Mann. Ich dachte, ich kriege irgendwas. Also los. Dann kümmern wir uns um die... Ah, hab ich einen Bock. Okay. Ja. Oh mein Gott.
Meine Fresse. Ja, komm. Haha, Vollidiot. Das ist eine Schokoladenseite. Meine Fresse, konnte der viel ab. Meine Fresse, konnte der viel ab. Hoi. Was habe ich jetzt weggenommen? Ist egal, mit der kann ich meine Rüstung heilen machen. What the fuck? So. Pistole kann mir ziemlich egal sein. Ich will das hier haben und das. Sturmgewehr kann ich verkaufen und die Rüstung. Mal gucken, ob ich meine Rüstung reparieren muss. Ich denke mal schon, der hat mich ja voll fertig gemacht. Ne, beides um einen. Und das hier könnte ich um drei. Ja, dann mache ich das zusammen und dann habe ich... Muss echt aufpassen, dass man seine Sache nicht irgendwie weghaut. Weil hier, dann, wenn meine mal kaputt ist, kann ich die mit hier mit Heil machen. Das ist doch schön. Oh Mann, ey. Oh, ich würde euch sogar noch mehr erschießen. Ihr seid so scheiße. Man kann ja nicht sich rumbeamen, ohne dass man mit den blöden Leuten angekotzt wird. So. Gehen wir jetzt mit nach Hause und dann war's das auch. Oh Mann. Und wieder. Ich wollte aber sowieso nach Hause danach, weil es dunkel wird. Und im Dunkeln möchte ich nicht. Ich bin schon einmal abhängig gewesen. Nein. Und im Dunkeln. Hallo. Im Dunkeln möchte ich natürlich nicht rumlaufen. Und daher wollte ich sowieso schlafen gehen. Also so schlimm ist es nicht. So. Kleidung. Eigentlich könnte ich damit. Also die kommt immer weg. Damit mache ich meine gleich heil. Und. Nein. Mann, drück doch mal richtig. Was wollte ich denn noch weg tun? Ich weiß es gar nicht. Ich will überlegen, ob ich eine. Ob ich hier. Ich muss eins sagen. Ich bin echt die ganze Zeit im Hintergrund, deshalb bin ich so komisch verwirrt und ruhig. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was ich machen soll wegen des Sklavenhandels. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so innerlich sauer macht. Dass ich noch ein bisschen warten sollte oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Am liebsten würde ich alle umbringen und die anderen retten und bla. Nur... Ich bin dann ganz im Hintergrund überlegen, ob ich jetzt eventuell den Raketenwerfer mitnehme und einfach alle wegballer. Aber okay. Weil diese Sprache wäre vielleicht ganz gut, wenn wir die vorher holen. Emma schlafen wir. Und, hallo. Und zwar 9 Stunden. Und dann hole ich mir diese Sprache, was auch immer. Und guck mal, ob sie mich anmeckern, dass ich die Kinder freigelassen habe. Kann ich Ihnen dienen? Jo, gar nicht, muss ich zugeben. Wir können ja mal gucken, ob sie irgendwas gemerkt haben. Vielleicht sind die auch zu doof dafür, wer weiß. Wir haben Minefield, wir haben Paradise Falls, da will ich hin. Ghule werden geheilt. Hallo. Schöne Grüße an Yulichi von mir. Yulichi? Ist das ein Name? Kenn ich den? Die? Wer ist das? Mir egal, Yulichi. Was ist eigentlich Paradise Falls? Shopping Center, cool. Ein Affe. Das ist doof. Oh mein Gott. Eine falsche Bewegung. Ja. Gleiche gilt dann für euch aber auch. Warte mal, wenn ich Kannibale werde als extra,
Dann, und das mache. Dann verliere ich Karma und bin scheiße. Okay, die sind auch schon scheiße. Schon gut. Hat sich erledigt. Oh, ich habe nämlich hier eine Kronkorkenmine hingelegt. Und dann kamen die an. Und dann... Es ist doch alles bestens. Yay. Sieht doch alles gut aus. Sind Sie plötzlich blind geworden? Muss ich meinen blinden Vize austauschen? Sehen Sie sich um. Verstehen Sie, wovon ich rede? Ja, okay. Da. Ein Kronkork dahin und dann beide tot. Ich werde mich sofort darum kümmern, Eulogy. Forty, wären Sie auch nur ein kleines bisschen dümmer, würde ich Sie als Straßenschild aufstellen. Eulogy. Ah, ich soll ihn grüßen. Ja, ja. Ich kann jetzt sagen, ich möchte die Kinder kaufen und dann... Was, wenn ich die Kinder kaufe? Ich denke mal, dann laufen sie einfach zurück zu deine Falls ist meine Falls, zu dem anderen halt. Und daher ist es nicht so wichtig. Oh, wartet mal kurz. Nee, es dauert, ist alles ziemlich lang bis dahin. Vault 106 ist das Beste eigentlich, wenn ich das mache. Aber wir speichern einfach mal. So, und das nächste Mal geht's dann zu den Kindern, würde ich mal sagen. Ja, ist ja gut. Würde ich das machen, würde es gleich wieder heißen. Nicht? Kein Rumgemecker? Eine falsche Bewegung. Ja, ja. Und unser Fleischvorrat freut sich über Crap. Oh, okay. Hier ist also Müll. Das ist doch super. Konnte dieses Schild nicht eigentlich überall stehen? Okay. Oh, ich will euch so gern umbringen. Vorsicht. Einfach jetzt hier eine Mine oder so. Ich könnte alles verminen, aber die kommen ja eh nicht raus. Das ist natürlich blöd. Aber ich könnte alles hier so verminen, wenn sie auf mich zukommen, explodieren sie. Wir werden mal schauen, was wir machen. Und bis dahin, denke ich nur drüber nach oder am schlechtes Gewissen, denke ich mal. Ich könnte auch da oben mich hinstellen und alle von oben erschießen. Auf jeden Fall ist das gut für die, die mich nicht treffen können. Naja, mal schauen.